Herzlich willkommen zurück in der Börse am Mittag. Gutes Benehmen öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben. Das wissen auch Firmeninhaber und Personalberater. Sicherlich muss nicht jeder den perfekten Umgang mit der Hummerzange beim Geschäftsessen beherrschen. Aber einige Spielregeln fürs Büro sollte man schon beherzigen, um nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste zu treten. Wie war das noch gleich? Der Herr grüßt immer die Dame zuerst, aber der Jüngere den Älteren, der Angestellte den Chef. Die Fallstricke des guten Benehmens beginnen schon bei der Begrüßung. Wer in komplizierten Hierarchien den Überblick verliert, kann bereits mit ein paar einfachen Regeln punkten. Man reicht sich die Hand, allerdings ohne sie zu schütteln. Der Händedruck sollte weder bärenstark noch lasch sein. Wer seinem Gegenüber in die Augen schaut, drückt Interesse und Respekt aus. Also was ich nicht mag, sind mufflige Leute, die mit einem Gesichtsausdruck rumlaufen, als hätten sie schon 7 Wochen Regen hinter sich. Füße auf den Tisch oder so. Anschreien, jemanden rügen vor anderen, sich gehen lassen, in dazwischenreden in Sitzungen. Völlig unterschätzt und keineswegs sinnloses Geplänkel ist der Smalltalk. Die Kunst des lockeren Kurzgesprächs schafft Sympathien, sorgt für die richtige Gesprächsatmosphäre und bereitet den Boden für schwerwiegendere Themen. Grob unhöflich ist es, während eines Gesprächs oder Meetings mit dem BlackBerry zu spielen oder einen Handyanruf anzunehmen. Bei aller Partystimmung auf Betriebsfesten gilt es nie zu vergessen, dass die Gäste unter Dauerbeobachtung ihrer Kollegen stehen. Wollen feierfreudige Angestellte nicht über Jahre hinaus für Stoff für den üblichen Kollegentratsch sorgen, sollten sie eines auf keinen Fall tun. Dank Alkoholkonsum die Kontrolle verlieren. Und dazu bei uns im Studio ist Uwe Fenner, er ist Stilcoach und hat auch eben ein neues Buch geschrieben. Herr Fenner, wodurch zeichnet sich denn Ihrer Meinung nach eine Person aus, die Manieren hat? Ja, in erster Linie dadurch, dass sie dem anderen den Vortritt lässt. Der Prinz Asfar Asarate, der dieses schöne Buch Manieren geschrieben hat, hat gesagt, gute Manieren, das ist after you, nach Ihnen. Das heißt, man lässt dem anderen den Vortritt, aber in jeder Hinsicht. Man wartet ab, bis er ausgeredet hat. Man lässt ihm zuerst den Eingang, den Durchgang betreten. Man hilft ihm in den Mantel. Man steht bescheiden hinter ihm. Gutes Benehmen ist Alterozentriertheit, nicht Egozentriertheit, nicht was ich denke, sondern was mutmaßlich der andere schön findet, das zu tun. Ist natürlich in der Ellbogengesellschaft der Wirtschaft immer ein bisschen schwierig manchmal. Aber auch hier helfen Manieren weiter. Wichtig ist ja zum Beispiel der erste Eindruck. Was kann ich denn hier tun, um einen guten ersten Eindruck zu machen? In erster Linie sollte ich den Kontakt zu meinem Gesprächspartner herstellen. Das betrifft also Körpersprache. Ich muss mich ihm öffnen. Ich muss ihn anschauen. Nicht? Es gibt so Menschen, die schauen dann so in die Gegend und erzählen irgendwas. Das ist nichts. Sondern ich muss ihn wahrnehmen und ihm das zeigen, dass er mir wert ist, dass ich ihn wertschätze. Das lockere Du gehört in vielen Firmen mittlerweile zum Umgangston. Ist das immer angebracht? Wo muss ich da aufpassen? Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Wo das gang und gäbe ist, da sollte man sich dem sicher anschließen. Da darf man kein Außenseiter sein. Aber wenn ich neu in eine Firma komme, dann sieht sich alle. Und es macht sich jetzt langsam breit, dass also die ganz jungen Leute untereinander sich dann auch duzen. Okay, diese Gepflogenheiten muss man sich anhören, mitnehmen, verarbeiten und sich denen anschließen. Sich denen anschließen, den guten Sitten anschließen zumindest, ist immer guter Stil. Viel läuft auch übers Telefon. Wie mache ich hier höflich, aber auch bestimmt mein Anliegen klar? Ja, eigentlich gibt es beim Telefon im Geschäftsverkehr, und davon sprechen wir ja, wie auch beim Geschäftsbrief, immer nur klare 3 oder 4 Punkte. Das erste ist der Bezug, ich beziehe mich auf das und das. Das zweite ist der Gegenstand, über den man sprechen will. Wir hatten doch neulich die Verhandlungen. Der dritte ist das Anliegen, das man ausspricht. Ich möchte Sie bitten, noch mal einen Termin mit mir zu machen. Und das vierte ist der Abschied. Wenn man das vorher aufschreibt und beachtet, dann hat man so viel Zeit, auch an Höflichkeiten zu denken und an Liebenswürdigkeiten, dass man immer ein guter und klarer Gesprächspartner am Telefon ist. Sagt der Stilcoach Uwe Fenner. Vielen Dank für die paar Tipps und mehr davon in Ihrem neuen Buch Erfolgreich mit Stil. Vielen Dank für den Besuch bei uns.